Chris, ja Gianni, ja Dardon, ei Bandu Jaimadlan. Sarni Holjuldek, eis Pla, suvut ja Maren Glacka, eis Fra. Voltak nicht! Ja Tuka, Ninolia, Toma, Doma, Toma. Shalora Tor, Shahala Tab, Sawata Unko. Shala Kaiten Jaita Hut. Faisha Kikanchi in der Hai. Kelte Bovoktia. Su, kisu eu de jo fagista pe. Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start. Am App-Test Montag und willkommen bei. Ich hab den Namen vergessen. Ah, Schande über mich, wie heißt denn das? Aber also Star Wars, ja. Ich, Galaxy Heroes, vielen Dank an die nette Dame, die uns gerade dieses kleine Tutorial gemacht hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass es direkt losging. Ich habe gedacht, ich kann erstmal quatschen. Ich habe gedacht, es kommt erst ein Titelscreen mit Musik und dann da. Aber na, wir sind jetzt schon im Spiel drin. Wir kommen gleich dazu und wir machen gleich weiter. Ich bin sehr gespannt, ob dieses Spiel gut ist und wie es wird. Wir haben vor zwei Monaten oder so ein anderes Star Wars Spiel getestet, was ganz nice war, was jetzt nicht so komplett mein Fall war, aber was auf jeden Fall nicht schlecht gemacht ist. Und bald kommt Star Wars in die Kinos. Passend dazu habe ich mir überlegt, spielen wir heute dieses Spiel. Ja, ich will in den Film gehen. Ich will unbedingt in den Film gehen. Das heißt, diese Woche Donnerstag läuft Star Wars bei uns im Kino an. Wie wär's? Ich komme gerade so auf so eine doofe Idee. Wie wär's? Ihr müsst mich heute nicht so ernst nehmen. Ich mache so viel Blödsinn heute. Ich habe vergessen wir das. Ich bin da irgendwie gut drauf, was natürlich nicht schlecht ist. Was aber wahrscheinlich eher mehr Blödsinn bedeutet. Aber wie wär's? Wir können ja so ein kleines Gewinnspiel machen, ja? Wie wär's? Ich verlose unter allen Zuschauern einen Kinobesuch in Star Wars Episode 7 mit mir. Ich hole euch ab. Ich bringe euch nach Hause. Ich kaufe Popcorn und ein Getränk eurer Wahl. Und ich rede mit euch. Okay, wie wär's? Das ist euer Preis, den ihr gewinnen könnt. Einzige Voraussetzung, ihr müsst weiblich sein. Vergessen wir das, war nur Quatsch. So, wie gesagt, Cantina-Wirtin, wir fangen jetzt ganz schnell an, damit ihr das vergesst. Cantina-Wirtin, wie gesagt, sammelst du in diesem Spiel Helden und Schurken aus der gesamten Galaxie. Du führst sie in den... Oh mein Gott, mein Witz, ey, was zum Teufel. Du führst sie in den Kampf... Wertest sie auf und kämpfst dich bis an die Spitze. Für den Anfang erhältst du von mir zwei Datenkarten. Jede von ihnen soll einen Charakter enthalten. So, einer hat mir dieses Spiel empfohlen, beziehungsweise gesagt, kannst du das mal testen? Und ich hatte das davor schon, also ich habe das davor schon im App Store gesehen. Und dann hat eine Freundin von mir geschrieben, hey, hättest du nicht mal Interesse an einem Spiel... das so ähnlich ist wie, nein, das ist eine Mischung aus Star Wars und Summoner's War ist. Und ich so, raus damit. Und sie so, was bekomme ich dafür? Und ich so, bitte sag's mir. Und dann bla bla bla. Und dann habe ich's rausgefunden und sie hat sich geärgert. Wenn du jetzt zuschaust, entschuldige, ich mag dich trotzdem. So, dein erster Held, es ist ein Jedi mit der, wow, ein Stern. Lass uns die andere Karte öffnen. Wetten wieder so ein Stern oder zwei Sterne. Wie viele Sterne ist das meiste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sterne. Wow. Klonsoldat. Ich bin so gespannt auf Star Wars Episode 7. Ich habe hohe Erwartungen daran. Oh, wir machen... Okay. Schalten wir diese durch. Ich habe gedacht, das wäre ein Kartenspiel oder also so wie Summoner's War ist kein Kartenspiel, aber ich weiß nicht. Schalten wir diese Droiden aus. Probiere es als erstes mit dem Basisangriff. Ich habe gerade gedacht, wir können hier gehen. Also ich habe gerade gedacht, wir können hier so rumgehen und bla bla bla. Duff. Okay. Das Blaue sind die Angriffsbalken. Ich war ein bisschen erstaunt, dass die Droiden schneller waren als wir, aber egal, die sind ja auch Elite. Diese Droiden haben einigen Schaden verursacht.
Setze die Spezialfähigkeit deines Jedi ein, um für Heilung zu sorgen. Seit wann können sich Jedis damit heilen, aber egal. Und der kann alle treffen. Nice. Und killen natürlich bei. Wir hinterfragen das nicht, aber ich bin gespannt. Wenn wirklich, Tutorial ist ja meistens immer so bla bla bla. Du hast genügend Kristalle gesammelt, um deine erste Diamantkarte zu... Ein Stern. Ein Stern incoming, ich sag's euch. Okay. Also hier kann wahrscheinlich nur, oder? Droppt eines der folgenden Objekte ein oder zwei Sterne Charaktere. Einschließlich Charaktere aus den Arena-Lieferungen, Charaktersplitter sowie blaue Ausrüstungen und ich kann nicht zoomen, ich kann nicht scrollen, leider. Ich hätte gern Java. Java wäre schon süß. Java? Klonkrieger Chewbacca, 3 Sterne? Da haben die auch nur 2 Sterne gesagt, oder? 1 bis 2 Sterne haben die doch nur gesagt. Er wird eine echte Verstärkung, aber ja, es sieht auf jeden Fall besser aus, als das wir bisher bekommen haben. Aber wahrscheinlich bekommt ihr das gleiche. Ich weiß ja nicht. So, machen wir mal das hier. Auf jeden Fall Energie, das erinnert an Summoner's War. Und Truppenziehen erinnert auch an Summoner's War. Also anstatt von Monstern. Hier legst du einen Trupp fest. Du stehst bereits kurz davor, ihn zu komplettieren. Okay. Ja, du kannst die übrigens ein Fähigkeitssymbol antippen und halten, um weitere Infos. Ja, und das erneut Chewbacca provoziert. Okay, das erinnert wirklich an Summoner's War. Okay, der Chewbacca ist schneller als alle anderen. Machen wir mal das. Duff. Ist ein bisschen lang. Also, wenn ich das mit Summoner's War vergleiche, die Kämpfe sind hier langsam. Langsam. Wenn es ein bisschen schneller wäre, dann wäre es cool. So ist es noch ein bisschen langsam. So, mach ihn bitte tot und ihn noch. So, zack. Das dauert ein bisschen zu lange. Aber ansonsten sieht es ganz in Ordnung aus. Vielleicht war es auch nur wegen dem Tutorial so. Ich bin mal gespannt. So. Okay. Oh, der hat definitiv mehr Leben. Der hat sehr viel mehr Leben. Oh, wow. Machen wir das. Duff. Und der heilt uns. Wow. Wow. Da machen wir mal Provoke. Von dem. Provoke. So. Und dann sehen wir hier provoziert. Okay. Duff. Machen wir zuerst mal diesen Droiden da kaputt. So. Okay, dann hätten wir gar keinen Provoke gebraucht. Oder wird der von allen... Ich glaube, alle waren Provoke, oder? Ist ja auch egal. Ich tippe mal auf den Feind anstatt auf die Fähigkeit. Naja, das dauert jetzt ein bisschen. Und das meine ich mit, es zieht sich ein bisschen hin. Los. Lasst mich kämpfen. Die Animationen sind so langsam. Aber ansonsten ist es ganz nice. Also bisher. So. Ich hoffe, das Tutorial ist jetzt vorbei. Dann können wir irgendwas machen. Sieg. Yay. Yay. So, lass uns jetzt diesen Trainingsdroiden nutzen, um deinen ersten Charakter aufsteigen zu lassen. Okay, nutze Charakter. Trainieren. Jedi. Und dann den Droiden und dann aufwerten. Okay. Stufe 2. Yay. Aber hier sehen wir so die ganzen Werte. Das ist ganz nice. Okay. So, und wahrscheinlich ist Stufe 10 das höchste für den und dann kann man ihn zum 2-Sterne-Monster Jedi machen und bla bla bla. Gehe jetzt zurück, schließe einen weiteren Kampf, okay. Kampf der Heldenseite, man kann auch böse spielen, okay. Schade, dass wir am Anfang nicht wählen durften. Weiter geht's, wir sind jetzt auf Hot. So, Tempo ist alles, jeder Charakter, ja, ich weiß, dass wir so lahme die Typen haben. Und die Kämpfe sowieso schon lang genug dauern. So. Kill ihn. Im Heaven gefällt dieses Spiel, aber es ist so lahm. Das gefällt mir nicht. So, Erfolg. So, Nummer 2. Wir machen das mal komplett durch. Ich will einmal... Ich
Ich will einmal den Story-Modus, also ich will einmal das Tutorial vorbei haben, damit wir danach sehen, was dann so abläuft, was wir so für Möglichkeiten haben. Und dann sage ich euch, wie es euch gefällt. Nein, dann sage ich, wie es mir gefällt. So, du. Nächster Kampf. Letzte Begegnung. Die Musik finde ich ganz nice. So. Und dann machen wir einmal jetzt hier. Aber die sind schneller als der noch sogar. Wow. Hier, dann mache ich einmal jetzt die zweite Fähigkeit von dem Klonkrieger. Dann fügen wir allen so ein bisschen Schaden zu. Meine Güte, die fügen ihm echt viel Schaden zu. Unserem Chewbacca. Aber ist das Chewbacca oder war es nur so ein Wookie? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ist eher nur ein Wookie. So, machen wir mal Provoke, weswegen auch immer. Und wir heilen mal. Weswegen auch immer. Wir hätten ihn einfach killen sollen. Jetzt dauert das hier 10 Minuten. Los, tötet ihn. Tötet ihn. So, er ist tot. Nice, okay. Weiter geht's. Jetzt möchte ich aber selbst irgendwas machen können. Bitte, Frau. Okay, wir haben coole Sachen bekommen. Credits. Kristalle. Druidenteile und XP. Wieso können wir auf die Druidenteile nicht klicken? Du hast deine erste tägliche Aktivität gemeistert. Lass uns jetzt deine Belohnung. Belohnung hole ich immer gerne ab. XP, wow. Stufenaufstieg, yay. Plus 20 Bonusenergie, wow. Okay, du bist gerade aufgestiegen. Bla bla bla. So, jetzt wird's... So, jetzt heißt es, Abschied zu nehmen. Sieh dich, bla bla bla. Ja, geh weg. Ich lasse das mal unkommentiert. ein Namen. Mol Eliza. Wir waren letztens Lady Flower, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Wir sind heute, wie nennen wir uns? Oder waren wir Miss Lady? Lady Mill? Ich weiß gar nicht mehr. Was sind wir denn heute? Wir sind, jetzt muss ich einen Namen überleben. Wir waren irgendwas mit Flower letztens. Wir sind... Kann es Chinesisch... Na, ich teste das. Ich teste jetzt jedes Spiel, ob es Chinesisch kann. Wir sind heute... Pferd. Ma. Natürlich nicht. Diese dummen Spiele. Wieso können die kein Chinesisch? Wieso können die kein Chinesisch? Das ist traurig. Können die Japanisch? Die können. What? Die können Japanisch, aber kein Chinesisch? Ernsthaft? Okay. Dann sind wir. Wir sind jetzt einfach mal Sayo. Wir sind Sayo, okay? Wir sind Sayo. Sayonara. Okay, wir nehmen jetzt den Namen hier. So, wo sehen wir unseren Namen? Wird das jetzt wirklich übernommen? Das will ich jetzt sehen. Sieht cool aus mit diesen ganzen Tischen hier. Das gefällt mir. Wir gucken uns jetzt alles in Ruhe an. Keine Sorge. Wir haben oben Energie. So, wie in Summoner's War. Das sind unsere Credits. Das ist das Gold wie in Summoner's War. Und die Kristalle sind wie die Kristalle in Summoner's War. So, jetzt will ich mich sehen. Wo ist mein Profil? Okay, das sind unsere Charaktere. Wir haben Jedi, wir haben Klonkrieger Chewbacca und wir haben Klon Surgeon Dingsbums. Und hier sieht man alle Typen, die man bekommen kann. Okay, trainieren. Dann können wir die aufwerten. Wir haben ja den hier bekommen. Er hat zwei Druiden, dann können wir ihn auf Stufe 3 bringen. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt machen muss, aber ich mache das jetzt einfach mal. So, dann haben wir das mal gemacht. Wie sieht's weiter aus? Dateikarten kaufen. Okay, hier ist unser Shop. Das sind wahrscheinlich unsere Beschwörungen. 350 Kristalle. Ist so eine Datenkarte. Megapack, da gibt es dann Rabatt drauf. Das ist dann Credit Packs. Was ist das hier? Bonsium. Okay. Sieht interessant aus. Oh, da ist so einer dabei. Ein Ewok. Ich will einen Ewok. Ich will einen Ewok. Okay. In 10 Minuten. Wieso in 10 Minuten?
Mehr gibt's nicht, okay? Und wir können leider nichts kaufen. Ich hätte gerne noch ein Pack für euch geöffnet. Okay, gehen wir mal raus. Weiter geht's. Objekte kaufen. Verkaufen. Nichts. Wir haben nichts. Okay, es geht erst ab Stufe 18. Posteingang. Oh, wir kriegen Kristalle. Das heißt, wir können was öffnen. Nice. Nice. Tägliche Anmeldung Belohnung wird erst ab Stufe 3. Ah, schade. Okay, Erfolge. Haben wir hier irgendwas? Anscheinend nicht. Okay. Weiter. Tägliche Aktivitäten. Kämpfe dreimal, bla bla bla. Ich sehe nicht mein Profil. Wo ist denn mein Name? Ich hätte gern meinen Namen. Okay, was haben wir alles? Wir haben einmal Events ab Spielerstufe 52. What? Okay. Event Code, okay. Herausforderung ab Stufe 15. Das ist ja eher noch vernünftiger. Kantina ab 28. Ja. Lieferungen ab Stufe 7. Daten. Ah, hier ist das. Ah, wir können einmal nicht kaufen. Nein. Schade, ich hab gedacht, vielleicht geht's. Okay, Arena ab 8, okay. Dann haben wir hier Galactia Krieg ab 40. Und mehr wird. Das finde ich cool, dieses Menü. Dann haben wir hier einmal dunkle und einmal gute Seite. Das finde ich auch irgendwie cool. So, vielleicht bekommen wir noch irgendwie so Credits, wenn wir hier was freischalten. Dann gibt es hier so verschiedene Level. Bis da hinten, finde ich nice. Also, das ist cool. Und dann gibt es einmal in normal und dann in schwierig wahrscheinlich. Machen wir einmal das noch zum Abschluss. So, wir nehmen unsere drei Leute. Wir haben ja keine anderen. Und dann kämpfen wir mal. So, mal sehen, ob es jetzt schneller geht. Wir können es im Automodus machen. Das finde ich nice da oben. Mach's im Automodus. Selbst im Automodus ist es noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ein bisschen langsam, oder? Also es ist ja, es geht auf jeden Fall deutlich schneller, aber es ist ein bisschen langsam. Ich finde es nicht so spektakulär von den Animationen, den ganzen Kram her. An sich finde ich das Spiel ganz nice. Aber das hier wird mich, glaube ich, ein bisschen davon abhalten. Ich weiß nicht. Ansonsten finde ich das ganz in Ordnung. Und was ich, der einzige Kritikpunkt, der mir so ein bisschen leider hinten im Kopf liegt, ich habe... Wir haben ja dazu mal den Trailer angesehen und bei den Rezensionen geguckt. Und da war so viel Hate. Ich verstehe, viele hassen EA, aber ich habe jetzt nichts persönlich dagegen. Nur ich habe gelesen, dass dieses Spiel sehr auf Pay-to-Win gezielt ist. Dass man kaum hier gute Karten und so bekommt und es sehr schwierig würde. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob das stimmt, aber na... Darauf beziehen wir uns jetzt gar nicht. Ich finde das Spiel ganz in Ordnung. Würden jetzt nicht so mein Fall sein. Das überzeugt mich jetzt nicht so mega wahnsinnig viel. Also, dass ich das mega cool finde. Ich finde es ganz nice, aber mir ist es irgendwie ein bisschen zu langsam. Wenn wir jetzt irgendein Ausrüstungsteil bekommen. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Ich wusste gar nicht, dass wir noch so ein Menü hatten. Ich glaube, das hatten wir vorher gar nicht. Und jetzt bekommen wir die Belohnung. Das ist cool. Okay, das gefällt mir. Also, das Spiel hat Potenzial. Ist aber nicht so ganz mein Fall. Okay. Jetzt können wir... Oh, wow. Okay. Nice. Wir können alles ausrüsten. Okay, die Sachen haben wir noch nicht. Wow. Okay, suchen. Und dann steht das, wo das ist. Okay, wir können jetzt sogar Herausforderungen machen. Nice. Sollen wir das noch machen? Achso, das ist das dann hier, okay. Nice, das ist okay. Ich finde es doch gar nicht so schlecht. Vielleicht nur, dass es ein bisschen langsam ist. Ansonsten finde ich das gar nicht so schlecht. Können wir noch ein Pack kaufen? Wir haben immer noch nichts dazu bekommen, schade. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt so einen ersten Eindruck davon bekommen. Schreibt mir natürlich in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Wie gesagt, meine Meinung habt ihr jetzt schon gehört. Ich find's cool, nur ein bisschen
langsam. Wenn die da ein bisschen arbeiten mit den Animationen und so, ist das gar nicht so schlecht. Na, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.